Willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth und ich freue mich sehr. Wir haben eine labernde Wahrsagerpuppe, die die Zukunft nicht voraussagen kann. Ach ja, ist das nicht schön. Und die verfolgt uns jetzt. Und die ist ganz sicher kein Spion. Diese Puppe ist einfach nur schlicht Multimillionär und kann sich halt und halt ein Hackerass. Die kann sich einfach in Hotelbetriebssysteme einhacken und Zimmer freiräumen, weil das ja auch überhaupt nicht auffällig ist, wenn auf einmal der Zimmerservice ankommt und sagt, Entschuldigung, verlassen Sie bitte das Zimmer. Und dann sagst du halt eben, ja, aber ich habe bezahlt. Nein, du wirst einmal vor die Tür gesetzt, obwohl du bezahlt hast. Aber so ein Hacker-Roboter sagt halt eben, I got the money. Don Corneo. Ja, zum Beispiel. So, vermutlich. Stimmt, da steckt Don Corneo hinter. Ey, Catchy ist ganz sicher total kein Spion. Der ist einfach nur nett. Der ist nett, der dachte sich so, ja, Kopfgeld ist ausgelegt, 2 von 3 haben wir ja. Ich helfe den mal. Würde ich auch so machen. Willkommen in Aufzug zur Hölle. Oh nein, jetzt kommt dieses... Oh nein! Jetzt kommt dieses Fragespiel, was wir hier manchmal spielen, oder? Das ist doch jetzt dieses hier, Trivia Murder Party, was jetzt kommt, oder? Och, bitte nicht. 4. Etage, bitte. Ja, natürlich. Wie die Herren wünschen. Juhu! Wir haben auf den Namen Palmer reserviert. Der Leiter der Weltraumforschungsabteilung. Ja! Warten Sie bitte einen Moment! Hier steht, dass die Buchung storniert wurde. Hä? Wie bitte? Die reservierten Zimmer, also die Tom Barry und Eligor Suite, wurden gerade von Herrn Palmer höchstpersönlich storniert. Gibt es ein Problem? Keine Zimmer frei. Hä? Habt ihr meinen Namen genannt? Natürlich. Dann gehe ich mich amüsieren. Wo kann man hier wohl was trinken? Wo wohl? Ja. Da wären wir. Ich wünsche noch einen wohlig gruseligen Aufenthalt. Absolut kein Spion. Nicht spoilern. Ey, komm, das ist eine Information, die kennt doch jeder. Sowas. Oh Gott, ich brauch sowas. Ich will sowas haben. Ein Tonberry Luftbefeuchter. Bruchbude, aber lieber. Ich dreh mal eine kleine Runde. Okay. Nur ein Spaziergang. Komm nicht auf falsche Gedanken. Stimmt, das weiß nicht jeder. Du ruh dich mal richtig schön aus, hast du gehört? Du wirkst, als könntest du es brauchen. Ja, mach ich. Ja gut, aber Trivia Murder Party kennen ja auch nur die hier regelmäßig im Stream sitzen, ne? Bevor du dich ins große Bett legst, lauf das Zimmer ab. Okay. Hey, Bulli, Zimmerluftfeuchtigkeit. Ich will den
Gib mir den! Wo ist Aya, wenn ich sie gerade mal brauche? Oh, guck mal, wie süß. Die guckt mich an. Gibt es hier einen Jumpscare? Och, bitte lass mir einen Jumpscare machen. Das wäre so super. Ich bin ja so anfällig gegen Jumpscares. Oh, guck mal, da klackert die Tür. Ein größerer Tonberry, wenn man die Tür öffnet. Das ist niedlich. Was haben wir hier noch? Warte mal, kann ich... Aber auf das... Also wenn das große Bett, dann muss ich schlafen. Okay, dann gehe ich mal hier drauf erstmal. Okay. Das ist das Bett von Red. Nanu? Ah. Ach so. Das Übliche. Hier sind schon wieder Schlurfis unterwegs, ne? Habe ich die UV-Lampe noch nicht ausgemacht? Kann man nicht, ne? Ach, verdammt. Ah, yeah. Oh, super. Aladdin hat sogar seine Wunderlampe hier liegen lassen. Perfekt. Genie, komm raus. Erfülle mir 3 Wünsche. Enttäuschend. Enttäuschend. Ja, ein wunderschönen... Ach, hier ist so eine Kiste. Einen wunderschönen guten Abend, Missy. Und lass mich raten, da ist nichts drin. Oh nein, Augen. Oh doch, ein Goldpunkt. Cool. Ah, ein Goldpunkt, das ist wichtig für die Minigames später. Guck mal, der Kürbis kotzt. Ich glaube, der ist mit Yuffie verwandt. Ich will diesen Tonberry haben. Ich baue mir so einen selber. Wir lieben Augen. Sie hat all die Augen ihrer Mutter. Berryfiziere. Was mit der Tür? Ruh dich im Bett aus, na gut. Reguliere Zimmerluftfeuchtigkeit. Ich will den haben. Ich brauche den. Bau 2 davon. Alter. No joke. Sobald, spätestens wenn die PC-Version draußen ist. Wie viele? Das ist nicht mal schwer. Wie viele 3D-Drucks wird es dafür wohl brauchen? Die Statue hat mich verfolgt. Welche Statue? Ist es eine Statue? Hier? Aber die habe ich schon gesehen, dass die immer auf mich zuguckt. Dass die immer auf mich guckt. Vier oder so. Body Multidruck und Messer mit Lampe einzeln. Ja. Naja, kommt drauf an, ne? Wenn, also kommt auf die Größe an. Ich habe leider nur einen Drucker, der 20x20 kann. Aber ich brauche den, Alter. Ich brauche diesen Tonberry. Ich will diesen Tonberry haben. Schreib mir das in die To-Do-List. Ich schreib mir das jetzt in die To-Do-List. To-Do. Krassen Tonberry. Raumfeuchtigkeitsroboter. Nachbauen. Mach mir auch einen. Ich bezahle auch. Also, wenn es ein humaner Betrag wird, ich schätze jetzt einfach mal so ganz grob über den Daumen gepeilt. Also ich würde den, ich erzähl mal, wie ich den einfach mal bauen würde. Also klar, Missy hat natürlich recht, auf jeden Fall 3D-Druck, ist klar.
Ich würde versuchen, eine drei Räder dran zu bauen. Von unten. Ne? Ein Rad, was dann halt eben lenkt. Ein und zwei Räder, die Antrieb geben. Entsprechend halt eben die passenden Servomotoren zu. Dann würde ich dem Ding, also ich würde ihn eigentlich aufbauen wie ein Saugroboter. Wie so einen einfachen Saugroboter im Endeffekt. Und würde dann einfach random den nochmal mit Sensoren ausstatten und den durch die Wohnung jagen lassen. Also grob gepeilt, würde ich sagen. Also ich denke, da werden sicherlich zwei Rollen Filament draufgehen für so ein Ding. Also wenn wir den zumindest in der Größe, wie groß ist denn der? Cloud ist 1 Meter, Cloud ist 1,80 Meter grob. Das heißt, das Ding ist, ja gut, 80 Zentimeter etwa. 80 Zentimeter. Ja, das passt schon mit zwei, vielleicht sogar drei. Das heißt, der würde so im Groben und Ganzen trotzdem irgendwo um die 120 Euro liegen. Also die Programmierarbeit für die Software noch nicht inklusive. Also irgendwo, ich würde sagen, irgendwo zwischen 100 und 150 Euro tatsächlich. Also wenn du drei Rollen Filament nimmst, liegst du schon bei 60 bis 75 Euro. Je nachdem, wie günstig man die gerade schießt. 1,73. Ja gut, dann ist das Ding etwa 70 cm hoch. Aber das macht es jetzt auch nicht groß krasser. Neues Donation Goal. Ja, ich muss eh meinen 3D-Drucker erstmal wieder richten. Aber sobald ich ihn gerichtet habe, fühle ich. Shut up and take my money. Danke für deinen Prime Sub. Erschöpft. Tut mir leid, dass ich nichts für dich tun kann. Ach nö. Tut mir leid, dass ich nichts für dich tun kann. Ach so, ich kann mich bewegen. Endlich war wieder ready. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Seltsame Farbe. Warst ja eine ganz schöne Leseratte. Komm mal Discord, mach ich gleich. Ja, dann gehen wir doch mal raus hier, wenn wir schon wieder mit Zack unterwegs sind. Ach ja, in Sektor 7. Quatsch, Sektor 7 sage ich schon, Sektor 5. Bin ich ja mal ein bisschen gespannt, wie es denn hier aussieht nach dem ganzen, Trubel. Deswegen gehe ich hier oben hin. Also nicht viel anders als sonst, ne? Ich dachte, dass da sehr, sehr viel mehr aufgeschleudert wurde. Weil irgendwas passt ja hier mit der alternativen Zeitlinie überhaupt nicht, ne?
Möchtest du auch was? Klar, hab riesen Kohldampf. Man sagt guten Appetit. Ja, ja. Einmal ja reicht, okay? Stimmt. Gestern Nacht, da war irgendwer vom Haus, oder? Ah, du meinst Bix. Er hat uns Nahrungsmittel gebracht. Warum denn mitten in der Nacht? Weil sein Gesicht auf den Steckbriefen prangt. Die hast du doch sicher gesehen. Aber Jesse? Woher kennt ihr den? Das frag ihn am besten selbst. Solange Marlene hier wohnt, kommt er wieder. Kommt er nicht. Bix kommt nicht wieder. Weil Papa und Tifa kommen ja auch nicht. Also, wieso sollte er dann kommen? Keine Angst. Ich werde ihn für dich suchen gehen, okay? Und dann bringe ich ihn her. Wirklich? Wirklich, wirklich. Ach ja, richtig. Einmal reicht. Dieses Mal nicht. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Nee, ich hab keinen Bock, ich geh wieder schlafen. So, wen haben wir denn da? Werd mir ein wenig die Beine vertreten. So, jetzt können wir Goldtauter-Punkte sammeln. Ist das nicht schön? Ja, dann ab geht die Post. Endlich bisschen Party. Party, 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 ha. So, nebenbei Red kam von hier. Ich habe ganz genau Red gesehen. Warum ist Red dann nicht mehr drin? Soll es in die Tiefe bis zum Erdgeschoss gehen? Entschuldigung. Beehren Sie uns wieder. Oh nein, das ist Chatley. Och Mann, warum? Warum ist der immer überall, wo ich bin? Really, Red ist dein Date? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte oder passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. So, ich verfolge ja die Vermutung, dass Eris, wenn sie stirbt, in dieser Welt auftaucht, wo Zack und Bix sind.
Aber das kann ja nicht in einer alternativen Zeitlinie passieren, außer diese Zeitlinien sind irgendwie verwunden, was für mich aber nicht dem Sinn einer Timeline entspricht. Du, Kalestra, das ergibt sowieso keinen Sinn, weil ich meine, Zack war zudem, ist ja schon seit einem Jahr tot. Und er ist quasi, er ist ja jetzt parallel zu dieser Zeit, ist er jetzt in Midgar, in einer anderen Zeitebene. Das heißt aber trotzdem, dass er ein Jahr lang tot war. So, das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Du hast viele Quests mit Red gemacht. Okay. Kann schon möglich sein. Hallo. Okay, es freut mich. Danke. Wo darf es hingehen, Kubo? Deswegen glaube ich, dass es eine Welt im Lebensstrom, was aber zur Folge hätte, dass Elmira und man. Ja, das. Ja. Also. Ich weiß es nicht. Ich mach mir da auch überhaupt keinen Kopf drum, muss ich ehrlich gestehen. Weil, wie gesagt, mir haben die Spoilergeister schon hart gereicht. Und, also in Remake. Und ich denke mir hier jetzt so, ja, ist okay. Ist okay. Es hat schon so seine, es hat halt eben so schon seine Punkte, die ich sympathisch finde, aber ich mache mir da keinen Kopf drum, weil die können es mir eh nicht gut verkaufen, diese Zack-Geschichte. Ja, das ist genauso wie mit den Spoilergeistern. Das können die mir nicht verkaufen, weil Schwachsinn ist, weil es halt eben unglaublich viele inszenierte Momente gab, die es nicht spannend gemacht haben, wo die aufgetreten sind. So, wenn die halt eben dafür sorgen sollen, es war ein bisschen wie Strange of Paradise, ein Remake, was keins ist, nur besser als Strange of Paradise. Strange of Paradise ist aber kein Remake. Also Stranger of Paradise will ja die Vorgeschichte zu Final Fantasy 1 sein. Und das macht sie ja auch nicht gut. Aber, nee, was ich halt eben meine mit den Spoilergeistern. Es gibt dieses inszenierte Geblubber. Die Spoilergeister sind halt eben ein Remake dafür da, damit die Leute immer den vorgeschriebenen Weg wie im Original gehen. Wenn aber irgendetwas passiert, was im Original nicht vorhanden war und die Spoilergeister nicht auftauchen, dann sind sie ja de facto einfach nur Schwachsinn. Dann kann man die auch rauslassen, ja, und sagen, ja, wir interpretieren das halt eben anders. Du fährst jetzt mit Jessie zu ihren Eltern und triffst dort die Eltern in der Nacht, bevor es zum nächsten Reaktor geht und so weiter. Völlig in Ordnung. Es nichts in dem ganzen Remake-Teil bedarf diese Spoilergeister. Gar nichts. Das funktioniert, die gesamte Story funktioniert komplett ohne die. Total. 100%. So, und jetzt ist es halt eben auch wieder. Und deswegen meine ich, man kann sie mir nicht gut reden, weil sie einfach schwachsinnig sind. Und genauso ist halt eben mit dieses eine Jahr, in dem Zack tot ist, das wird dir nicht erklärt. Da gebe ich dir Buch und Siegel drauf, das wird dir nicht erklärt am Ende. Oder an irgendeinem Punkt, warum der ein Jahr lang im Dreck gelegen hat und jetzt auf einmal auftaucht in einer alternativen Welt, in der scheinbar Tifa, Barrett und Barrett gestorben sind. Wird dir nicht erklärt. Also es wird dir erklärt, warum, was für eine Welt das ist, aber es wird dir nicht erklärt, warum er genau in diesem Moment aufwacht und nicht in dem Moment, in dem er eigentlich hätte sterben müssen. Weil das ist ja der nächste Witz an der ganzen Geschichte gewesen. Das ist ja der nächste Witz der ganzen Geschichte gewesen. Am Ende vom Remake sieht man ja den Kampf und er liegt dann, steht halt eben, um ihn rum die ganzen Soldaten tot und er sagt noch, irgendwas ist anders. So, was ist in diesem Jahr passiert? So, es ist ein ganzes Jahr, in dem Zack einfach komplett lost ist, aber dann in Midgar erscheint, auftaucht,
Wenn Cloud, Aeris und die anderen gerade aus dem Shinra-Gebäude kommen oder was? Hier oben. Wird nicht erklärt, sage ich euch direkt. So, Hater, Strange of Paradise rockt. Ja, sicher rockt Strange of Paradise. Also, das Spiel war lustig. Es war ein super Spiel, nur halt eben nicht das, was es sein wollte. Eine vernünftige Vorgeschichte zu Final Fantasy I? Also, es war keine vernünftige Vorgeschichte von Final Fantasy I und es war kein Souls-like. Also, ich sag nicht warum, aber du irrst dich. Okay, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil das wäre ja so, als würde man sich tatsächlich was dabei denken. Natürlich kann ich mich irren. Ich meine, ich bin irgendwo mitten im Game und ich habe erst 3 Sequenzen mit Zack gesehen, die nicht viel gesagt haben. Ja, das will ich nicht mal in Frage stellen an der Stelle. Aber es wäre halt eben mit den Spoilergeistern, also Spoilergeister sind ein super Beispiel, finde ich, dafür, dass Sachen in das Spiel eingebaut werden, die einfach komplett useless sind. Es war genau das, was es sein wollte. Es war ein Team Ninja Game mit Final Fantasy Skin. Ja, meinetwegen. Wenn du das so sehen möchtest, ist okay. Alter, wo laufe ich denn hier eigentlich hin? Wonder Square. Event Square. So, ich gehe jetzt einfach in den nächstgelegenen Tunnel, wenn es sein muss. Warum denn da? Warum denn da? Warum nicht hier? Ich wollte doch... Ach doch, hier ist auch einer. Zum Event Square. Ach, die führen alle zum Event Square. Hast du Neo, Long und so weiter gespielt? Okay, nee, habe ich nicht gespielt. Gib ich zu. Ey, guck mal, G-Bike. So, da möchte ich hin. Aber ich will Motorrad fahren. Welches Chapter ist das gerade? 8 oder 7? Mal gucken, wie nah es an die Wirklichkeit kommt. Ah, wo steht denn das nochmal? Müsste 8 sein. Warte mal, wenn ich speichere, steht es doch dabei. Ja, 8 müsste es sein. Ja, Kapitel 8. Lion Cave, grüß dich. Da wartet ein Geschenk, speziell für mich. Aber ich will Motorrad fahren. Ich will jetzt erstmal Motorrad fahren. Nein, Papa Sascha, ich will jetzt erstmal Motorrad fahren. Okay. Geil, 8000 gegen 8000, wir spielen Yu-Gi-Oh! Jetzt, oder? So, Drift-Attacke, Nitro-Boost. Beschleunigen, Bremsen, Blocken. Ich hab nichts verstanden. Ist egal. Ja.
Boah, es ist echt wieder so ein Ding. Die Steuerung ist so übel unsensibel. Ich drücke nach links und der fährt einfach nicht. Boah, ist das ekelhaft. Also die Minigame-Dinger sind echt nicht gut. Alter, wie weit soll ich noch nach links drücken? Da passiert einfach nichts. Boah, Alter. Hier, Leute. Zum Anschlag. Zum Anschlag. Und er bewegt sich in der Kurve einfach gar nicht. Oh, ist das eklig. Gute Nacht, Saki. Bad Outs, vielen lieben Dank für deine Biddies. Alter. Christman, grüß dich. Ist das nicht von der Geschwindigkeit abhängig, wie stark gelenkt? Ja, okay. Ist mir jetzt egal. Hat Spaß gemacht. Irgendwie. Als ich dann irgendwann raus hatte, dass ich vielleicht auch mal meinen Bleifuß Solange du nicht die Quest im Sky Wheel Square machst, ist alles gut. Machst du die, kannst du andere Sachen nicht mehr machen. Okay. So, damit habe ich das hier schon mal gespielt. Aber es war irgendwie so ein bisschen, wie ich es erwartet habe, ne? Man muss hier einmal komplett alles durchspielen, bevor man... Ich brauche mich gar nicht bewegen. Der fährt mich alleine von A nach B. Wow. Oh, eines ist aufregender als das andere. Wo muss ich jetzt hin? Park Central. Event Square, bitte. Ach, Sascha, warum willst du die ganze Zeit ins Event Square? Da wartet doch niemand auf uns. Skywheel Square. Da müssen wir hin, oder? Speed Square. Entschuldigung. Pfeile. Valo für PS5. Ey, ganz im Ernst? Nein? Das Thema hatte ich schon mit Sascha. Also, nein. Also, nein. Wo ist denn hier dieser blöde Event Square? Wo sind die Mogris, wenn ich sie mal brauche? Mogri?
Und Dufti ist lost. Dufti möchte bitte von einem Mokri im Kinderparadies abgeholt werden. Nee, ganz im Ernst. Ich finde die... Achso. Ich finde die Idee von Valorant auf der PS5 ein bisschen schwach. Hast du Christman, ja. Auf jeden Fall. Sag mal, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Machst du noch Streams noch? Machst du noch Dinge? Machst du noch Speedruns und so? Warte mal, Ghost Square? Ach, wo? Okay, runter, geradeaus, hoch. Und warte mal, da will ich doch hin hier, oder? Will ich jetzt da hin? Skywheel Square. Nein, da will ich nicht hin. Event Square. Hä, ich bin doch richtig. Ich muss noch eine runter. Ja, sehr cool. Glückwunsch. Ey, wie können die das nicht mal auf Augenhöhe aufbauen? Da oben, da guckt doch keiner hin. Ja, super. Danke, dass du jetzt, dass ich mich um deine Routen kümmern muss, du blöder Mogri. Du Plastik-Mogri. Oh nein. Und was haben die mit Loveless die ganze Zeit? Was ist deren Problem mit Loveless? Das Ding. Du hast einmal diesen Schriftzug oder zweimal diesen Schriftzug Loveless gesehen in Final Fantasy. So, wer hat sich gedacht, da machen wir jetzt einen kompletten Story-Arc draus und das auf 3 Spiele verteilt. In den Gang reinlaufen. Ja, ist okay. Nach der Pause.